Die Coaches der beliebten Castingshow The Voice of Germany sind bekannt für ihre kleinen Wortgefechte und Seitenhiebe. Das dachte sich auch Coach Johannes Oerding, doch bei einem Thema ist mit Sarah Connor nicht zu spaßen, ihr Alter. Der Grund für die Streitereien war The Voice Talent Nordin Derbali. Der 42-Jährige bringt schon einiges an Bühnenerfahrung mit und schaffte es 2008 sogar in eine amerikanische Boyband. Sie feierten große Erfolge und durften sogar US-Rapper Snoop Dogg kennenlernen. Doch so schnell wie der Ruhm da war, ging er auch wieder. Das Ego der Einzelnen war zu groß in der Band, erzählt Nordin offen. Heute arbeitet er in einer Jugendeinrichtung und ist Vater von zwei Kindern, ganz vergessen konnte er seinen großen Traum von einer Musikkarriere aber nie. Deswegen wagte er nun den Schritt zu The Voice und das mit großem Erfolg. The Voice, alle Coaches wollten Nordin. Mit Treat You Better brachte er nicht nur das Studio zum Toben, auch die Coaches waren begeistert und hauten auf den Buzzer. Sarah war die erste, sorry, dass meine Schlaftablettenkollegen das so spät gecheckt haben, entschuldigt sie sich für ihre Kollegen, die erst deutlich später gedrückt hatten. Wie alt er sei, will sie wissen. Eigentlich wollte ich das Thema umgehen, aber 42, antwortet er und erntet dafür ungläubige Blicke von den vier Coaches. Das ist kein Alter, für das man sich schämen muss, frag mal Sarah, schießt da plötzlich Johannes Oerding anscharmant von der Seite, entsetzte Blicke bei den restlichen Coaches. Sorry, du hast eine Steilvorlage geliefert, entschuldigt sich Oerding kleinlaut. Damit habe er die ganzen Komplimente von vorher zunichte gemacht, erwidert Connor mit einem Grinsen, da musst du wieder hart arbeiten, Oerding. Vielleicht ist es auch Strafe genug, dass Nordin sich für Team Sarah entschieden hat.